Experte für Datenanalysen und Datenvisualisierung und er hat sich sehr intensiv damit befasst, wie es eigentlich dazu kommen kann, dass Menschen, die man eigentlich für vollkommen rational und vernünftig und auch irgendwie ganz okay hält, sich plötzlich radikalisieren bis hin zum Rechtsextremismus. Vor 2 Jahren hat er hier auf dem Kongress schon einen Talk gehalten, wo es vor allem um Fake News und Filterblasen ging. Und vieles, was er in dem Talk gleich erzählen wird, wird daran anschließen. Also hier eine klare Empfehlung, schaut euch das unbedingt mal an. Einen ganz herzlichen Applaus bitte für Michael Krall. Ja, schönen guten Tag. Ich habe euch in eine Falle gelockt, von Menschen radikalisiert über Rassismus im Internet. Ich habe mal Internet reingeschrieben, damit überhaupt Leute kommen, denn eigentlich geht es nämlich um Rassismus in der Gesellschaft. Ich habe vor 2 Jahren einen Vortrag darüber gehalten, welche Effekte wir im Internet beobachten können, Filterblasen, Echokammern, Fake News und so weiter. Und darauf haben mich ganz viele Leute, insbesondere aus der Extremismusforschung, aus den Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften, Psychologie und so weiter angesprochen, wie denn das zu erklären ist, was wir da im Internet sehen und ob es eine Ursache ist oder nur ein Symptom. Und die schlechte Nachricht ist, es sieht so aus, als ob es einfach wahnsinnig viele Symptome sind und nicht die tatsächlichen Ursachen dafür. Und ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren mich mit unterschiedlichen Studien beschäftigt, um zu gucken, was ist Rassismus, was ist Rechtsextremismus, wie wechselwirkt das mit unterschiedlichen Medien und genau. Hauptsächlich ist immer die Frage, welche Effekte sind tatsächlich relevant und was ist die Ursache und was ist die Wirkung. Und ein Beispiel mal reinzunehmen, mit welchem völligen Bullshit-Thema sich man da inzwischen Zeit beschäftigt hat, ist das Thema Social Bots, die würden die Gesellschaft radikalisieren. Ich habe dazu einen Vortrag in Bulgarien gehalten auf dem Openfest, The Army That Never Existed, The Failure of Social Bot Research. Da unten ist eine URL, auf github.io habe ich mal meine ganzen Lecture Notes zusammengetragen. Ich hoffe, dass in den nächsten Tagen der Vortrag auch online ist, dann kann ich ihn da einfügen, der ist auf Englisch. Und es ist eine Zusammenfassung, welche Forschergruppen es gibt, wie die Berichterstattung aussieht und auf welchen katastrophalen wissenschaftlichen Methoden sozusagen dieses gesamte Thema basiert. Die Studien widersprechen sich gegenseitig. Man behauptet, ganz unterschiedliche Accounts seien Social Bots, aber es ist von vorne bis hinten völliger Käse. Und es ist erstaunlich, dass sie dann von Fachzeitschriften angenommen werden und sogar Preise gewinnen, weil wissenschaftlich ist das Unsinn. Wenn wir uns mit dem Thema Rassismus und wie wechselwirkt Rassismus mit dem Internet genauer beschäftigen wollen, müssen wir natürlich auch verstehen, was Rassismus ist. Und ich habe festgestellt, wenn ich mich mit Leuten über Rassismus unterhalte, gibt es unterschiedliche Vorstellungen davon, was denn Rassismus tatsächlich ist. Das ist auch deswegen so, weil Rassismus, das ist ein extrem hochkomplexes Phänomen, das mit Soziologie, Psychologie, Politikwissenschaften, Medienwissenschaften, Psychologie und so weiter wechselwirkt. Und da wird heute noch dran geforscht. Bis heute stellt man neue Zusammenhänge fest, stellt man fest, dass es dann doch noch komplizierter ist, als man es sich vorstellt. Und es führt sogar auch dazu, dass in den Sozialwissenschaften es unterschiedliche Strömungen gibt, was man jetzt noch zu Rassismus dazu zählt und was nicht. Aber es ist, auch wenn es nervt, wahnsinnig interessant und wichtig, sich da mal mit diesem Diskurs zu beschäftigen. Wenn ich normalerweise Leute frage, was ist Rassismus, dann heißt es mal, begründet mit der Rassentheorie werden Menschen auf der Basis ihrer Rasse in höher- und minderwertige Gruppen eingeteilt. Damit wird dann Gewalt nach unten legitimiert. Klassischerweise stellt man sich irgendwelche kahlgeschorenen Jugendlichen vor. Aber es ist gar nicht so einfach. Zum Ersten ist es halt, auch wenn der Begriff Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde, ist er super alt. Also das Konzept Rassismus ist super alt. Schon in der Geschichte, in der Antike wurden Ausländer als Barbaren bezeichnet und damit Versklavung legitimiert. Der Sklavenhandel an sich natürlich im 16. Jahrhundert basierte komplett auf Rassismus. Afrikaner, die als minderwertig bezeichnet wurden, wurden verschleppt, versklavt, es wurden Experimente an ihnen durchgeführt, Folter, Vergewaltigung, Tod, alles gehörte dazu und das war Rassismus, auch wenn es den Begriff damals noch nicht gab. Auch die Idee, dass sozusagen dann die Rassentheorie die Ursache dafür ist, ist Blödsinn, denn die historische Forschung hat gezeigt, dass die Wissenschaftler, die die Rassentheorie entwickelt haben, teilweise auch ihre Ergebnisse verschoben oder gefälscht haben und der heutige Stand des Wissens ist,
nicht die Rassentheorie war Ursache für Rassismus, sondern der Rassismus der Wissenschaftler war die Ursache für die Rassentheorie. Ja, die haben sozusagen ein pseudowissenschaftliches Konzept entwickelt, um ihren Rassismus zu legitimieren. Das heißt, wir können den Punkt komplett weglassen. Auch zu dem nächsten Punkt, dass man sozusagen Leute in Rassen einteilt. Heute wissen wir natürlich, dass das kein Konzept ist, das so stimmt, dass es Menschenrassen gibt. Und dazu wissen wir auch, dass beispielsweise Nazis jetzt nicht einen DNA-Test machen, bevor sie jemanden angreifen, sondern das wird dann halt auf Basis von Ethnie, Herkunft, Staatsangehörigkeit, Hautfarbe, Sprache, Glaube, Religion durchgeführt. Ja, also sozusagen an Merkmalen, die man außen sehen kann oder die, auch Gewalt ist nicht das zentrale Element des Rassismus, sondern es geht noch weiter wie Beleidigung, Ausgrenzung, Benachteiligung. Genau. Und wir sehen das Grundkonzept sozusagen, es werden Eigenschaften benutzt, für, damit Gruppen definiert, die werden herabgewertet und damit auch solche Sachen legitimiert. Um das mal grafisch zu zeigen, ich habe immer so eine Tabelle gemacht, spaltenweise die unterschiedlichen Eigenschaften, nach denen diskriminiert wird, zeilenweise die unterschiedlichen Formen der Diskriminierung, und wenn man dann halt so in der normalen Bevölkerung rumfragt, denkt man, ja, das ist Rassismus, ja, also Gewalt auf Basis von Rass. Manche gehen auch weiter und sagen, ja okay, Beleidigung gehört halt auch noch dazu, die Wahrheit ist, das ist Rassismus. Ja. Das muss den Leuten klar sein. Und das wissen wir auch schon relativ lange, schon im Grundgesetz aus dem Jahr 1949. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, Heimat, Herkunft, Glauben, religiöse, politische Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Auch die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz definiert das so. Die Vereinten Nationen im internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung definiert das genauso. Ja, das sind alles Formen des Rassismus. Interessant ist noch, dass hier im Grundgesetz noch der Begriff Geschlecht drin vorkommt. Und was ganz interessant ist, weil wenn wir jetzt mal zurück in die vorherige Definition gehen und dann noch das Geschlecht eintragen, ja, also es werden Menschen auf der Basis ihres Geschlechts in höher- und minderwertige Gruppen eingeteilt und damit wird dann Gewalt, Beleidigung, Ausgrenzung benachteiligt legitimiert. Das ist Sexismus. Und da sieht man, dass es einen überraschenden Überlappungsbereich zwischen Sexismus und Rassismus gibt. Der Mechanismus ist der gleiche und das kann man sogar nochmal ausweiten. Ich habe hier mal eine ganz lange Liste gemacht. Ne, Feindlichkeit, Sexismus natürlich und Rassismus, aber auch Antisemitismus, Islamophobie, Araberfeindlichkeit, Klassismus, wenn man sozusagen unterschiedliche soziale Schichten abwertet, Altersdiskriminierung, man kennt das vielleicht, ältere Menschen kriegen keinen Job mehr oder bekommen keinen Kredit mehr, Homophobie, Transphobie, Behindertenfeindlichkeit, ein sehr großes Thema, Sizismus, Lookismus, sogar die Diskriminierung auf Basis des Vornamens, den man kennt, ab dem Begriff Kevinismus gefunden, Serophobie, Linguizismus, die zum Beispiel habe ich bei mir selber entdeckt, dass ich lange Zeit Leute, die Sächsisch reden, nicht ernst genommen habe, weil ich das nur von Komikern kenne. Aber wenn man darüber nachdenkt und sich hineinversetzt in Leute, die in Sachsen leben und alle lachen sozusagen aus für ihren Dialekt, ist das halt eine Diskriminierung. Obdachlosendiskriminierung, Arbeitslosenabwertung und so weiter und so fort. Diese unterschiedlichen Diskriminierungsformen sind unterschiedlich stark ausgeprägt. Also jemand, der den Vornamen Kevin hat, ist zum Beispiel nicht deswegen vom Tode bedroht. Das ist bei Rassismus, was Millionen von Menschen das Leben gekostet hat, etwas anderes. Aber die Mechanismen dahinter sind immer die gleichen. Professor Heidmeier hat dann den Begriff der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit entwickelt, um sozusagen einen Überbau dazu zu entwickeln. Ich weiß, es nervt natürlich, jetzt gibt es 9 komplexe Begriffskombinationen, um das zu beschreiben, aber die Gedanken dahinter sind, glaube ich, ganz interessant und wichtig zu verstehen. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist, wenn man länger drüber nachdenkt, auch kein guter Begriff, aus 2 Gründen. Das erste ist, diese Gruppen, die da diskriminiert werden, existieren ja meist gar nicht. Die werden ja von den Tätern erst konstruiert. Ja, da sind unterschiedliche Menschen, die kennen sich gar nicht und die werden dann alle zusammen in eine Gruppe geworfen. Das heißt, die Gruppe ist eigentlich erst eine Konstruktion des Täters. Und zum anderen, wenn man zum Beispiel Kinder auf dem Schulhof hört, wie sie antisemitische Witze machen, einfach aus Dummheit heraus oder weil sie vielleicht noch nicht so gefestigt sind, ist es schwierig, sie dann als Menschenfeinde zu bezeichnen. Das heißt, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit,
scheint es auch noch nicht so richtig im vollen Umfang zu treffen. Und es gibt noch eine neue Begriffskonstruktion, die ich sehr gerne mag, und zwar die pauschalisierende Ablehnungskonstruktion von Professor Kurt Möller, ein Konzept. Und da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Ja, also wir sehen Menschen, pauschalisieren über sie und lehnen sie dann halt ab, meist aufgrund von Eigenschaften, die wir sehen können. Das kennen wir auch tatsächlich aus dem Alltag und auch aus unserem eigenen Denken. Beispielsweise sowas wie, wenn du nicht in der Schule lernst, arbeitest du bei der Müllabfuhr oder wirst Putzfrau. Ja, es gibt so eine Art Diskriminierung gegenüber bestimmten Berufsgruppen. Ich habe mir mal ein anderes Beispiel rausgegriffen. All Cops are Bastards ist eine pauschalisierende Ablehnungskonstruktion, weil sie ist pauschal, sie sagt alle Polizisten und sie ist eine Ablehnung. Bastard, was übrigens uneheliches Kind ist, alle Polizisten, die sich zum Beispiel gegen Polizeigewalt engagieren oder gegen Rassismus oder gegen andere strukturelle Probleme in der Polizei engagieren, werden damit auch abgelehnt. Das muss euch sozusagen klar sein. Dann gibt es noch den Aspekt des strukturellen Rassismus und der funktioniert komplett ohne Rassisten. Ich habe hier mal ein Beispiel rausgegriffen, das ihr vielleicht kennt. Da ist ein Mann, der braucht ein weißes Handtuch, um Seife aus dem Seifenspender zu bekommen. Denn wenn er es mit der eigenen Hand macht, geht es nicht. Der Lichtsensor scheint mit seinen Hautfarben ein Problem zu haben. Die Ingenieure, die das gebaut haben, sind ja keine Rassisten. Ja, die haben das ja nicht sozusagen mutwillig gemacht. Sie haben das gemacht, weil sie einfach nicht dran gedacht haben. Ja, vielleicht ist es selber sozusagen auch ein Mechanismus des strukturellen Rassismus, dass dort nur weiße Ingenieure gearbeitet haben und gar nicht darüber reflektiert haben, wie sieht das mit anderen Leuten aus. Ich habe auch darüber nie nachgedacht, wenn ich zum Beispiel ein Pflaster benutze, dass das eigentlich meine Hautfarbe hat und wie sieht das mit Leuten aus mit dunkler Hautfarbe. Gibt es einen Tweet, der so rumgegangen ist. Ich habe nie darüber nachgedacht, wie sehr sich Leute darüber freuen, ein Pflaster in ihrer eigenen Hautfarbe zu haben. Ein Punkt, den ich schon ein bisschen länger kenne und der mir immer wieder aufstößt. Ich als Berliner kam in ägyptischen Museum die Nofretete besuchen. Ich fahre da einfach hin, zahle 2,50 Euro Eintritt und kann mir einen sehr alten, wichtigen ägyptischen Kulturschatz anschauen. Ein Freund von mir, der aus Ägypten stammt, habe ich ausgefragt, ja, was ist denn das eigentlich, wenn ein Ägypter sich seinen eigenen ägyptischen Kulturschatz anschauen möchte? Und er hat mir dann aus der deutschen Botschaft aus Ägypten dann mal die Unterlagen zuschicken lassen. Damit sich ein Ägypter seinen eigenen Kulturschatz anschauen kann, braucht er einen Reisepass, ein ausgefülltes Antragsformular, unterschriebene Belehrung, biometrisches Passfoto nicht älter als 6 Monate, einen Krankenversicherungsnachweis, eine Mogame-Bescheinigung über Reisebewegung während der letzten 7 Jahre, Nachweis der Hotelreservierung, schriftliche Informationen zum Reiseziel zur Reiseroute, Nachweis der Flugreservierung, aktuelle chronologische Bankbelege der letzten 6 Monate, inklusive Sparbuch und sonstigen Vermögen, Schreiben des Arbeitgebers mit Angabe, seit wann in welcher Position mit welchem Einkommen beschäftigt und für welchen Zeitraum Urlaub gewährt wird. Das ist Rassismus. Ja? Hier gibt es zahlreiche Beispiele, insbesondere von der Taz recherchiert und veröffentlicht, von Leuten, die Schwierigkeiten haben, Wohnungen zu finden. Hier ist das Beispiel im ersten Artikel von einem Herrn Ming Li, der sich bei unterschiedlichen Wohnungen beworben hat, keine Antwort bekommen hat. Er hat sich dann nochmal gemeldet und einfach angegeben, er heißt Leon Kunze und dann hat es halt funktioniert. Das kann man auch diesen strukturellen Rassismus systematisch erforschen. Hier hat ein Team 528 Jobangebote überprüft und zu jedem Jobangebot 2 Bewerbungen geschickt. Und zwar einmal mit einem türkischen Namen, einmal mit einem deutschen Namen und hat die Rücklaufquoten sich angeschaut. Konnte das genau untersuchen, kleine Unternehmen versus große Unternehmen, wie sieht es mit unterschiedlichen Branchen aus, Privatwirtschaft versus Verwaltung und so weiter. Und hier ist zum Beispiel so das große Ergebnis, 14% wahrscheinlicher ist es, dass man eine Rückantwort bekommt, wenn man einen deutschen Namen hat. Und ich habe das nicht gewusst, ich habe da nie drüber nachgedacht. Ja, ich merke sozusagen die Diskriminierung gar nicht, weil ich keinen türkischen Nachnamen habe oder mich dann mit einem Job oder einer Bewerbung bewerben möchte. Und das kann man übrigens auch gleich zum Thema Sexismus weiterdenken. Das Thema Medien, wie häufig nennen Medien die Herkunft von Tatverdächtigen? Da gibt es eine Untersuchung vom Mediendienst Integration. Die haben sich versucht, ganz aktuell, anzugucken, wie ist die Berichterstattung zu Tatverdächtigen. Auf der linken Seite sieht man laut Polizeistatistik, wer sozusagen Deutscher und Ausländer ist und wie sieht das in der Fernsehberichterstattung aus. Und man sieht interessanterweise auch, dass
selbst wenn die Anteile für ausländische Kriminalität ungefähr gleich hoch ist wie in der Statistik, die Deutschen sind völlig unterrepräsentiert. Und da sehen wir einen strukturellen Rassismus. Ich habe hier mal als Modell 10 Deutsche genommen und 10 Migranten. Jeweils davon sind 10% kriminell. Und wir sehen sowohl in den Untersuchungen, dass die Deutschen unterrepräsentiert und die Migranten überrepräsentiert sind in der Berichterstattung. Aber was ein Kernproblem ist, dass sozusagen nicht kriminelle Migranten in unserer Gesellschaft unsichtbar sind. Und das führt dazu, dass wenn ich mich jetzt in den Medien über Migration und Flüchtlinge und Asylbewerber informieren möchte, sehe ich eigentlich hauptsächlich nur noch was über Terrorismus und Kriminalität. Und es prägt natürlich auch mein Bild von der Welt, wenn die Medien oder journalistische Medien den Anspruch haben, sozusagen die Welt abzubilden. Ich habe bei einem Bier mit einem Juristen, dessen Namen ich nicht erwähnen möchte, darüber gesprochen. Und er hat dann spontan den Begriff der strukturellen Volksverhetzung entwickelt. Und das finde ich ganz interessant. Wenn ich jetzt sozusagen als Medium die ganze Zeit behaupten würde, Flüchtlinge sind kriminell, dann wäre das eine Volksverhetzung. Wenn ich jetzt aber in meiner Berichterstattung nur die Themen rauswähle, wo Flüchtlinge kriminell sind, dann ist es eine strukturelle Volksverhetzung. Und ich glaube, da müsste man mal drüber nachdenken. Ein paar Beispiele, Rassismus aus meiner eigenen Kindheit. Das Buch, das Lied ist ein zutiefst rassistisches Lied. 10 Kinder sterben, sie haben Unfälle aus Dummheit, sie erschießen sich gegenseitig, sie wollen einen Bauern beklauen und werden erschlagen. Und nachdem 9 Kinder tot sind und noch eins übrig ist, findet es eine Frau und kriegt 10 neue Kinder. Ja, das ist zutiefst rassistisch, ist das. Da fragt man sich, ob es hier eigentlich um Kinder geht oder ob hier der Autor irgendwie Ungeziefer bezeichnen will. Das ist, ja. Otto Waalkes, viel gelacht, über seine rassistischen Witze kann ich nicht lachen. Die Berichterstattung in Medien, 70er bis 90er, insbesondere die Spiegelcover, Bildzeitung auch immer dabei. Hier habe ich ein interessantes Zitat gefunden. Städte wie Berlin, München oder Frankfurt können die Invasion kaum noch bewältigen, es entstehen Ghettos, sprach man über die türkischen Migranten. Filme, die ich sehr gerne mag, sowas wie Zurück in die Zukunft, wo hatten eigentlich Doc Brown sein Plutonium her, stimmt, von libanesischen Terroristen. Arnold Schwarzenegger hat als Gegenspieler natürlich arabische Extremisten. Indiana Jones ist doch nicht rassistisch, oder? Gut, ich meine, das bestätigt halt schon gewisse Klischees. Ne? Die stehen immer im Weg, sind faul, sind hinterhältig, gewalttätig und so weiter. Aber was mich wirklich gepackt hat, ist, Indiana Jones' Aufgabe ist es, in andere Kulturen zu reisen und dort die Kulturschätze zu klauen, um sie dann in westlichen Museen zu bringen. Das ist genau das, was wir vorhin bei Nofretete hatten. Ne? Das ist sozusagen kolonialistisch, aber als sozusagen als Wert. Und das ist fies, wenn man sich mit Rassismus beschäftigt, stellt man ihn mit einmal an so vielen Ecken fest und macht einem auch so Filme und Kulturgut kaputt. Und ich meine Disney kann nicht rassistisch sein, oder? Ja. Aladdin und die Wunderlampe, also davon abgesehen, dass die bösen Araber, die haben natürlich alle krumme Hakennase und so weiter, und Aladdin und seine Freundin sehen aus wie Latino-Teenager vom amerikanischen College. Aber das Krasse ist, das Eingangslied war ursprünglich über sozusagen die Herkunft von Aladdin. Where they cut off your ear, if they don't like your face, it's barbaric, but hey, it's home. Wo sie das Ohr abschneiden, wenn sie dein Gesicht nicht mögen, ist es barbarisch, aber hey, es ist mein Zuhause. Aufgrund von öffentlichem Druck hat dann Disney diesen Eingangssong gewechselt. Und das ist schon interessant sozusagen, wie viele rassistische Stereotypen man sozusagen im letzten Jahrhundert so findet. Araber seien faulen, primitiv, hinterhältig, kriminell, Terroristen. Aber das Gute ist, es sind ja nur Hollywood-Klischees. Das stimmt ja gar nicht, das wissen wir ja alle. Ne? Und dann kam die Hollywood-reife Verfilmung des 11. September 2001. Ein Schock ging um die Welt. Menschen wurden durch die Bilder traumatisiert. Leute saßen am Fernseher und haben danach psychologische Betreuung gebraucht. Die Täter, alles muslimische Männer, alles junge, gewalttätige Araber. Dann gab es noch zahlreiche terroristische Anschläge in Europa. Ich habe auf die Bilder verzichtet, sondern nur von den Blumen und Denkmälern Fotos genommen. Und auch hier gibt es die Berichterstattung, alles junge muslimische Männer. Die Frage ist, was macht das mit einer Gesellschaft, wenn wir über Jahrzehnte immer wieder die gleichen Narrative pushen? Und sowohl die Medien als auch der islamistische Terror. Was macht das mit der Gesellschaft?
2012 ist eine Mittelstudie rausgekommen. Muslime und ihre Religion sind so verschieden von uns, dass sie blauäugig wären, einen gleichen Zugang zu allen gesellschaftlichen Positionen zu fordern. Mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung, 57%, stimmen dem zu. Die Frage hat abgefragt, ob die Leute rassistisch sind, ne? Sozusagen aufgrund ihres Glaubens dürfen sie nicht an der Gesellschaft teilnehmen. Ja, das ist eine Abfrage, haben sie sozusagen Islamfeindlichkeit? 57% stimmen zu. Die Studien kommen auch zu dem Ergebnis, dass Rassismus und Rechtsextremismus kein Randphänomen ist, sondern es ist halt bereits in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir haben den Punkt erreicht, wo mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung rassistische und islamfeindliche Einstellungen hat. Aber das Gute ist ja, der Islam ist ja hier nicht, der ist ja ganz weit weg, ne? Der ist irgendwo in der arabischen Welt. Und dann kam der Krieg in Syrien, die Berichterstattung zeigt uns Bilder, ja? Alles junge Männer, die sehen alle aus wie die Terroristen. Der Religionsmonitor 2019 der Bertelsmann Stiftung. Insgesamt empfindet rund die Hälfte der Befragten den Islam als Bedrohung. In Ostdeutschland ist der Anteil bei 57%. Den Absatz weiterzulesen ist auch ganz interessant. Offenbar sehen viele Menschen den Islam derzeit weniger als Religion, sondern vor allem als politische Ideologie an und nehmen ihn deswegen von der religiösen Toleranz aus. Hierzu habe aus ihrer Sicht auch die gesellschaftlichen Debatten und Medienberichte der vergangenen Jahre beigetragen, die den Islam häufig in einem negativen und kritischen Zusammenhang rückten. In unserer Gesellschaft gibt es rassistische Ängste aber als Massenphänomen. Ja, ich weiß nicht, wie groß es ist, je nachdem, wie man es abgrenzt, vielleicht 30-50% haben eine Angst vor dem Islam und haben eine Angst vor einer Islamisierung. Ja, und die Frage ist, wenn so viele Leute Angst davor haben, was sind die Folgen davon? Ja, das Erste ist, wenn solche Leute sozusagen, man muss sich da mal hineinversetzen, man hat panische Angst vor einer Glaubensrichtung. Man entwickelt Narrative wie Asylflut, Flüchtlingswelle, Masseneinwanderung, Invasoren, importierte Gewalt, Migrationswaffe, Asylindustrie, Islamisierung des armen Landes, Bevölkerungsaustausch und so weiter. Das sind alles Mechanismen, um Menschen zu entmenschlichen und sie als Waffe oder als eine andere Form sozusagen ihr Menschsein abzusprechen und zum Beispiel auch Gewalt damit zu legitimieren. Jetzt gibt es zum Glück auch Leute, die sich dagegen engagieren und versuchen, Rassismus zu bekämpfen. Und die werden dann natürlich von Leuten, die Panik vor dem Islam haben, als Volksverräter, Gutmenschen, linksgrün versifft oder sogar Linksfaschisten bezeichnet. Medien, die über Rassismus berichten oder nicht über die eigentliche Gefahr in Deutschland, die Islamisierung berichten, sind dann halt automatisch die Lügenpresse, die Staatsmedien und man spricht von Gleichschaltung. Diese Narrative sind deshalb völlig unlogisch, weil sie komplett auf einer Gefühlsebene stattfinden. Ja, man muss sich vorstellen, die Leute haben Panik, haben Angst und greifen nach diesen Narrativen, die dann erstmal auf den ersten Blick keinen Sinn machen. Hate Speech ist auch eine Folge davon. Das ist für die rassistische Masse einfach nur verbale Notwehr. Ja. Das ist, ich möchte mal insbesondere den Blick auf Frau Cebli und Frau Dunja Halyali bringen, die über Twitter einfach zeigen, mit was für einer Flut an Hass und Morddrohungen sie konfrontiert werden. Für sie sind sie nicht nur Projektionsflächen, da sie sozusagen die Islamisierung in Deutschland nicht nur nicht wahrnehmen, sondern weil sie dann auch noch zusätzlich sozusagen selber einen Migrationshintergrund haben, sind sie sozusagen Teil der Islamisierung. Und die Leute, die da irgendwie völlig abgedreht in dieser Verschwörungswelt hängen, schreiben halt Morddrohungen an die Frauen. Und ich kann einfach nur meinen tiefsten Respekt aussprechen gegenüber diesen Frauen und den vielen, vielen anderen Menschen, die diesen Scheiß aushalten müssen. Menschen mit rassistischen Ängsten lassen sich kaum mit logischen Argumenten überzeugen, weil sie sich komplett auf einer Gefühlsebene befinden. Um das mal zu erklären, ich habe Höhenangst. In China gibt es so eine Glasbrücken. Mich würden da keine 10 Pferde rüber bekommen. Ich würde einfach Panik und schwitzen, einfach dort. Ich weiß, dass diese Ängste, sozusagen über eine Glasbrücke zu laufen, völlig irrational sind. Aber wenn mir jetzt einer kommt und sagt, ja, das ist aber, keine Ahnung, geprüft und keine Ahnung, und abgenommen und so weiter und das ist alles ganz sicher oder so, dann sind das zwar logische Argumente, die werden mir aber in meiner Höhenangst nicht weiterhelfen. Ja? Man müsste mich trotzdem so drüber schleifen. Und das ist ein Problem. Wer jetzt sozusagen tatsächlich Angst und Panik hat, den wird man mit logischen Argumenten in diesem Diskurs nicht weiterhelfen können.
Und es hilft auch nicht, Menschen mit rassistischen Ängsten als Nazis zu bezeichnen. Sie sind keine Nazis, zumindest noch nicht. Viele von ihnen sind noch keine Nazis. Aber Nazi ist inzwischen Zeit ja auch ein komplett sinnentleertes Schimpfwort geworden. Ich denke zum Beispiel mal an Rechtschreib-Nazi oder sowas. Das heißt, wenn einer mir zum Beispiel von seinen rassistischen Ängsten erzählt und ich sage, du bist ein Rassist oder du bist ein Nazi, dann empfindet die Person das nur als Beleidigung und man kommt dann halt auch nicht weiter. Psychologisch spricht man auch von einer kognitiven Dissonanz. Ja, Menschen mit rassistischen Ängsten verstoßen gegen ihre eigenen Werte. Sie sind ja auch gezwungen, sozusagen Menschen abzuwerten. Und die Folgen solcher kognitiven Dissonanz sind unter anderem, klar könnte ich mich mit meinen Ängsten beschäftigen, aber ich kann auch sozusagen Umgehungsstrategien fahren. Und das ist mal aus der Wikipedia, die Beispiele sind dann von mir. Die Erregung wird auf andere Ursachen zurückgeführt. Die Gutmenschen holen wieder die Nazi-Keule raus. Der Widerspruch zwischen dem eigenen Verhalten und der Einstellung wird heruntergespielt. Man wird ja nochmal seine Meinung sagen dürfen. Das Verhalten wird als gezwungen dargestellt. Es ist meine bürgerliche Pflicht, Deutschland zu verteidigen. Nicht wahrnehmen, leugnen oder abwerten von Informationen, ja, zum Beispiel das klassische Lügenpresse. Und die selektive Beschaffung und Interpretation von dissonanzreduzierenden Informationen. Ja, der Weihnachtsmarkt heißt jetzt Wintermarkt. Ja, die Leute brauchen zur Auflösung ihrer kognitiven Dissonanz, greifen die wirklich jeden Strohhalm raus. Und vielleicht kennt ihr das Beispiel, ich habe es nochmal rausgezogen, ein Foto eines Busses und seinen Sitzen. Und das ging durch die Medien, weil Leute tatsächlich da drin eine Islamisierung erkannt haben, und zwar Burka-Trägerin, haben sie darin gesehen. Wir haben uns darüber lustig gemacht, aber wir haben gar nicht darüber nachgedacht. Tatsächlich, da gibt es Leute, die haben eine so eine Angst davor, dass sie selbst da drin eine Islamisierung erkennen. Menschen mit rassistischen Ängsten brauchen diese Fake News zur Selbstbestätigung. Es geht hier um kognitive Dissonanz. Und das massenhafte Auftreten von Fake News ist nicht das Problem, sondern ein Symptom eines viel größeren Problems. Und das kann weiter wachsen. Verschwörungstheorien. Menschen mit rassistischen Ängsten können Verschwörungstheorien abgleiten. Ein Beispiel ist dafür mit Frau Merkel hat wohl einen Plan, damit sie die ganzen Moslems hierher holt. Bis hin zu Rechtsextremismus, wo man dann einfach zum Beispiel antisemitische Verschwörungstheorien abgreift. Das ist ein Plan der Juden, die Moslems sozusagen herzuholen, um uns umzufolgen. Was passiert, wenn es in Deutschland 20 Millionen Menschen gibt, die rassistische Ängste haben? Wahrscheinlich sind es noch mehr. Als Erstes, sie gehen auf die Straße in Form von patriotischen Europäern gegen die Islamisierung des Abendlandes. Das meinen die ernst. Die glauben das wirklich. Und das sieht man auch in jedem Interview. Die glauben wirklich, dass der Islam eine Bedrohung ist. Und sie würden natürlich auch gerne wählen können, aber es gibt keine Parteien, die sie abdeckt so richtig, weil Parteien sich normalerweise an das Grundgesetz halten müssen. Und so eine Forderung, wie alle Moslems abzuschieben, verstößt gegen das Grundgesetz. Aber das Gute ist, es gibt eine Partei namens Alternative für Deutschland, und der Begriff Alternative für Deutschland ist eine super schöne Projektionsfläche. Andere Parteien haben Sozialismus oder Grüne oder sonst irgendwas, irgendwas in ihrem Namen, was einem Wertesystem entspricht. Alternative für Deutschland kann alles sein. Und das kann halt auch ein super schöner Magnet sein für Rassisten und Rechtsextremisten. Und genau das ist passiert. Bernd Lucke ist Juli 2015 ausgetreten. Seine Begründung war Rechtsextremismus in der Partei. Frau Petri, September 2017, ist ausgetreten, Begründung Rechtsextremismus in der Partei. Und Konrad Adam hatte Ende 2015 vor dem Rechtsextremismus in der eigenen Partei gewarnt und ist von seinem eigenen Kreisverband abgemahnt worden. Er ist weiterhin in der Partei, wäre mal interessant zu hinterfragen, warum eigentlich. Und das Spannende ist, dass wir hier die Partei als eine Symbiose von zwei Kräften haben, und zwar Konservatismus und Rechtsextremismus. Die Konservativen haben die Aufgabe, innerhalb dieser Symbiose den Rechtsextremismus runterzuspielen und sagen, ach, das ist gar nicht so schlimm. Ich habe ein Zitat leider rausgeworfen, sowas, in unserer Partei gibt es keinen Rechtsextremismus. Das Publikum lacht dann laut. Und die Rechtsextremisten haben die Aufgabe, mit der Radikalität Wählerstimmen ranzuholen. Es gibt die Leute, die dann halt sagen, ja, eine AfD, die ist ja schon angepasst, die sitzt ja in den Parlamenten und bereichert sich und so weiter, aber solange ein Björn Höcke drinne sitzt und dann halt immer noch seinen rechtsradikalen, rechtsextremistischen Scheiß raushaut, legitimiert er die Partei sozusagen von der rechtsextremistischen Seite. Und das ist eine Symbiose, die nur auch so zusammen funktioniert. Man sieht ja auch, Bernd Lucke hat versucht, eine Partei zu gründen, Frauke Petri hat versucht, eine Partei zu gründen, und es hat nicht funktioniert. Es ist erst die Symbiose zwischen den Konservativen und den Rechtsextremisten. Wie sieht es international aus? Hier ist eine Studie in den westlichen Ländern. Was ist denn die Einschätzung, die Realität, wie viele Moslems es im Land gibt? Deutschland beispielsweise gibt es 5% Moslems. In den Befragungen kommt man aber auf über 20%, von dem die Leute glauben, wie viele Moslems es im Land gibt.
Diese völlige Überschätzung gibt es in fast allen Ländern. Hier eine Studie, was verbietet die Wählerbasis unterschiedlich rechtspopulistischer Parteien. Sie sind da relativ unterschiedlicher Meinung, aber wenn es um Immigration geht, da haben sie alle die gleiche Meinung. Ja, jetzt muss man verstehen, dass sozusagen eine weite Verbreitung von solchen rassistischen, islamfeindlichen Konzepten einfach eine Plattform bildet für neues Wählerpotenzial, insbesondere für rechtsextremistische Parteien. Mal ein paar internationale Beispiele. Die rassistische Bewegung in Großbritannien. Brexit spielte insbesondere Islamfeindlichkeit eine Rolle. The Breaking Point, ja, die EU würde jetzt sozusagen Großbritannien dazu zwingen, die ganzen Moslems aufzunehmen. Die rassistische Bewegung in Frankreich. Ein 84-Jähriger, der Kandidat Front National war, hat sogar eine Moschee angegriffen. Wikipedia schreibt über Front National: Besonders die Einwanderung aus muslimischen Ländern wird kritisch gesehen. Die Partei warnt vor einer Islamisierung des Landes. Niederlande, Gerd Wilders. Die Partei warnt vor einer aus ihrer Sicht stattfindenden Islamisierung der Niederlande und ruft offen zu einer Bekämpfung auf. Italien, Salvini. In der Einwanderungspolitik wendet sich die Lega Nord gegen weitere Zuwanderung nach Italien, insbesondere aus muslimischen und afrikanischen Ländern. USA, Donald Trump hat seinen Muslim-Ban und seinen, ja, wie könnte man das nennen, rassistischen Schutzwall oder irgendwie sowas dort gebaut. Ja. Und das haben viele nicht verstanden, warum die Leute jemanden wählen und nicht merken, dass er halt irgendwie Rassist ist oder so. Und das Problem ist, dass die Leute nicht wählen, obwohl er Rassist ist, die Leute wählen ihn, weil er ein Rassist ist. Und wir müssen mal drüber nachdenken, wenn jetzt zum Beispiel ein Impeachment-Verfahren Donald Trump entfernen würde, das rassistische Potenzial ist in der Bevölkerung immer noch vorhanden. Und wen wählen die denn dann? Vielleicht werden wir zurückschauen und sagen, ja, Trump war wenigstens ein Idiot. Der hat nicht ganz so viele schlimme Sachen verursachen können oder hat zum Beispiel vielleicht keinen Faschismus oder sowas in USA hochgebracht. Ich möchte nochmal zurückkommen zu Rassismus und Medien. Falls ihr euch noch erinnert an das Kanzlerduell. Mehr als die Hälfte der Zeit drehte sich um Terror, Islam, Migration und Abschiebung. Man kann den Leuten halt auch einfach einreden, dass das die wichtigsten Themen sind. Ja. Strukturelle Volksverhetzung findet man insbesondere in der Bild-Zeitung. Ich habe hier mal die 20 auf Twitter meistgelesenen Bild-Artikel gescrapt aus dem Oktober 2019. Von den 20 Artikeln handeln 6 über Kriminalität durch Migranten, in Rot markiert, in Grün markiert, wo Migranten positiv dargestellt werden, richtig, ihr seht keinen. Und die restlichen schwarzen Artikel, das sind alles Artikel, die die AfD-Narrative pushen. Ja? Claudia Roth ist eine Antisemitin, die Grünen verzocken 72.000 Euro, die Antifa gefährdet unsere Freiheit und so weiter. Es geht inzwischen so weit, dass der ehemalige Chefredakteur der Bild am Sonntag, der hat dort 10 Jahre lang als Chefredakteur gearbeitet, inzwischen die Bild als Vorfeldorganisation der AfD bezeichnet. Das muss einem klar sein, dass sozusagen die ganze Narrative, die die AfD aufgreift, teilweise gar nicht selber entwickelt hat, die es schon vorher gab und zum Beispiel auch von der Bild-Zeitung entwickelt wurde. Man muss leider sagen, die westliche Medienlandschaft hat versagt. Sie hat sich für die Terrorpropaganda instrumentalisieren lassen. Ja, kurze Anmerkung, Terror ist keine militärische Strategie, Terror ist eine Kommunikationsstrategie. Und spektakuläre Bilder funktionieren halt immer gut, auch für die Klicks. Wir kennen das zum Beispiel wenn ein Prominenter sich das Leben nimmt, gibt es den Werther-Effekt, man muss vorsichtig sein, darüber zu berichten, sonst gibt es Nachahmer. Und warum gibt es eigentlich, wenn man über Terroranschläge berichtet, nicht einen Satz drunter? Falls Ihnen dieser Terroranschlag Angst macht oder diese Berichterstattung darüber, muss Ihnen das klar sein, das ist das Ziel der Terroristen. Wir wollen darüber berichten, aber keine Ahnung, haben Sie bitte keine Angst. Die Medienlandschaft begeht seit Jahrzehnten strukturelle Volksverhetzung und sie verdient auch noch mit beiden Geld. Ich möchte das bitte nicht pauschalisieren. Ich möchte ein paar Beispiele hervorbringen, die das sehr gut machen. Der Norddeutsche Rundfunk hat zum Beispiel einen Moment, der bleibt, insbesondere Flüchtlinge interviewt, eine großartige Sendungsreihe, viel gelernt, viel dabei geweint. Spiegel Online, diese Prominente waren Flüchtlinge. Der Tagesspiegel hat mehrere gute Aktionen gemacht, eine, die mir besonders gut gefallen ist. Es gab eine Ausgabe, die komplett nur von Exiljournalisten produziert wurde im Tagesspiegel.
Deutschlandfunk Philipp Banse hat vor kurzem ein sehr gutes einstündiges Interview veröffentlicht über Rassismus in der Gesellschaft und auch in den Medien. Wie geht unsere Regierung damit um? Es gibt ein Projekt, das heißt Demokratie leben, ursprünglich initiiert von der SPD. Es gibt ungefähr 1 Million Euro für unterschiedliche zivile Projekte, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren, zum Beispiel ein Exit-Programm und so weiter und so fort. Das sollte aber Ende 2019 gekürzt werden. Am 9. Oktober gab es einen Anschlag in Halle, von dem wir alle mitbekommen haben. Ein paar Stunden später rudert die Bundesregierung zurück. Nee, das Förderprogramm läuft weiter so. Das sind mal ein paar Beispiele aus der CDU. Ich weiß nicht, ob wir alle durchgehen können, aber wir haben den Robert Müritz, der Rechtsextremist ist. Christina Schröder fällt immer wieder auf mit Positionen, wo sie im Prinzip auch den Muslimen eine grundsätzlich gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen unterstellt, dass Muslime schwerer zu integrieren sind. Christina Schröder wollte Mittel für Rechtsextremismus bekämpfen, damals als Familienministerin. Für die Rechtsextremismusbekämpfung kürzen. Nachdem November 2011 der NSU aufgeflogen ist, wurde wieder zurückgerudert. Ja, da kramen das Rechtsextremismusprogramm die Mittel gekürzt werden. Das hatten wir schon mal 2011 und die NSU-Fall hat sozusagen das verhindert. Ja. Also das muss man sich mal klar werden. Es gab jetzt inzwischen zwei rechtsextremistische Anschläge, die Mittelkürzung verhindert haben. Die Junge Union will die Förderung für die Amadeo-Antonio-Stiftung streichen. Gemeinnützigkeiten sollen entzogen werden. Das BMBF, hatte ich jetzt mit mehreren Wissenschaftlern gesprochen, gibt relativ viel Fördermittel raus für Extremismusforschung. Meistens geht es aber um islamistischen Extremismus. Erst seit 2009 gibt es ein Förderprogramm, das sich auch intensiv mit Drittmitteln für Rechtsextremismusforschung auseinandersetzt. Und das kann auch nicht sein, eine Forschung muss doch ansetzen können, bevor Menschen sterben. Das kann auch nicht sein, dass wir erst warten müssen, bis Leute getötet werden, dann merkt es die Politik, dann gibt es die Fördertöpfe, dann können die sich bewerben, dann wird geforscht und dann gibt es die Ergebnisse. Da ist die Forschung verkehrt rum. Ja. Bettina Kuda spricht von Umvolkung, Kurt Biedenkopf, die Sachsen sind immun gegen Rechtsextremismus, Kai Wenger nennt Seenotrettung Taxidienste, CDU, CSU stimmen im EU-Parlament gegen Seenotrettung, Joachim Herrmann verwendet in der Talkshow das N-Wort, Hans-Peter Friedrich nennt Anti-AfD-Demonstranten Linksfaschisten, ich habe vorhin gesagt, das ist ein rechtsextremistisches Narrativ, Dobrindt, CSU, Anti-Abschiebeindustrie wurde Unwort des Jahres, Söder spricht von Asyltourismus und Asylgehalt, Stefan Mayer nennt Seenotrettung Shuttle Service, Thomas de Maizière spricht von Integrationsverweigern, Andreas Scheuer bezeichnet Sinner gelesen, den wird man nie wieder abschieben können, Philipp Amthor bei einer Nationalhymne, hier ist ja keiner von uns Moslem, der das jetzt nicht singen kann und der einzig gute Zitat stammt von Jens Spahn, die mit der AfD verbindet uns mehr als mit der SPD. Danke Jens. Die westliche Gesellschaft hat islamfeindlichen Rassismus als Massenphänomen. Und wir wollen es nicht sehen. Stattdessen doktern wir an den Symptomen rum. Ich habe das mal als Grafik zusammengefasst. Rassismus als Massenphänomen. Wahrscheinlich insbesondere gepusht durch den internationalen Terrorismus und eine unreflektierte Berichterstattung. Das wird weiterhin verstärkt durch Politiker, die sozusagen das nutzen wollen, um damit den Rassismus zu normalisieren. Und auf der anderen Seite haben wir die strukturell rassistische Berichterstattung, die diesen Rassismus bestätigt. Ich schlage das Wort strukturelle Volksverhetzung vor. Und solch eine Massenbewegung hat halt genau diese Effekte wie Hate Speech, Morddrohungen, Fake News, Echokammern, AfD, Pegida und Rechtsextremismus. Das sind alles Folgen davon. Ja. Und wir können gerne was gegen Hate Speech machen, aber den dicken Elefanten im Raum, Rassismus als Massenphänomen, gegen den müssen wir vorgehen. Und da ich noch eine Minute Zeit habe, ich möchte ein Beispiel bringen, der Fall Wächtersbach, wo ein Extremist versucht hat, einen Mann aus Eritrea zu erschießen. Hinterher gab es eine Recherche, wo denn der Mann eigentlich herkommt, was war sein soziales Umfeld, unter anderem war mal in seiner Stammkneipe, in der ganz offen Rassismus reproduziert wird. Oder der Anschlag in Halle, ein Mann wollte in eine jüdische Synagoge eindringen. Man hat in einer Background-Geschichte ein Interview mit der Mutter gehabt, auch sie vertritt antisemitische Positionen. Und das ist ganz interessant, dass wir uns jetzt mit Radikalisierung im Internet beschäftigen, weil wir im Internet das überhaupt untersuchen können. Was wir nicht untersuchen können, ist, wie sieht Radikalisierung im familiären Umfeld aus oder Radikalisierung in der Stammkneipe. Das ist sozusagen unsichtbar, das Thema dort. Und nur weil wir jetzt das im Internet sehen, heißt nicht, dass das Internet daran schuld ist, sondern der Rassismus kommt sozusagen aus der Gesellschaft. 4 Gründe, warum ihr euch alle jetzt mit Rassismus beschäftigen müsst. Jetzt kommen die schlechten Nachrichten.
Nur wenn ihr euch mit Rassismus beschäftigt, könnt ihr ihn erkennen und bekämpfen. Mir ist es vorher aufgefallen, bevor ich mich damit beschäftigt habe, wenn ich mit Rassismus konfrontiert wurde, habe ich ihn oft nicht gesehen. Und zum anderen fehlten mir die Argumente, ihn erkenntlich zu machen und zu zerlegen. Erst als ich mich tiefer mit den Mechanismen beschäftigt habe, ist mir das klar geworden. Nur wenn ihr euch mit Rassismus beschäftigt, könnt ihr ihn auch in euch selbst erkennen. Das ist eine ganz schlechte Nachricht. Als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich auch festgestellt, welche rassistischen Vorurteile ich habe. Und erst dann kann man sie auch hinterfragen und damit auch auflösen. Jetzt kommen die richtig schlechten Nachrichten für euch. Weiße Menschen profitieren vom Rassismus, ob sie wollen oder nicht. Wenn das nächste Mal eine Polizeikontrolle im Rahmen von Racial Profiling an euch vorbeigeht, dann profitiert ihr davon, weil das jemand anderen betrifft. Wann immer ihr eine Wohnung bekommt und ein anderer nicht, profitiert ihr davon. Wann immer jemand ihren Job bekommt und ein anderer mit türkischem Namen nicht, profitiert ihr jedes Mal von diesem Rassismus. Und diesen Rassismus nicht zu sehen, ist Teil des strukturellen Rassismus. Wer Rassismus ignoriert, macht mit. Und ich hatte jahrzehntelang den Vorteil zu sagen, ich wusste nichts davon. Ja, ich konnte sagen, ja, ich habe nicht mitgekriegt, dass es hier einen strukturellen Rassismus in dieser Gesellschaft gibt. Ich habe es nicht mitbekommen, tut mir leid. So, und die schlechte Nachricht ist, ich habe euch diese Unschuld gerade genommen. Ja, ich habe euch damit konfrontiert, wer jetzt seine Augen verschließt. Macht mit. Dankeschön. Vielen Dank für diesen äußerst interessanten Vortrag. Wir haben jetzt noch ein wenig Zeit für Fragen. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit der Fragestellerin am Mikro Nummer 1 mal an. Ich werde vielleicht Christina Schröder in Kürze begegnen. Was sage ich zu ihr? Wenn sie irgendeinen Satz fallen lässt oder noch schlimmer, wenn sie keinen Satz fallen lässt, auf den ich was entgegnen kann, sondern wenn ich sie initiativ darauf ansprechen muss, dass sie merkwürdige Dinge sagt? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist also das ist wahnsinnig schwierig. Ich glaube, es gibt zwei Ebenen, über die wir diskutieren müssen. Das eine ist, was kann man gegen Rassismus tun? Und das ist kein einfaches Thema, insbesondere wenn Leute sozusagen in einer rassistischen Angstwelt verloren gegangen sind. Das würde ich jetzt Frau Schröder nicht unterstellen, aber sozusagen in der Gesellschaft. Ich weiß nicht, wir können keine Angsttherapie machen für 50% der Bevölkerung. Das Zweite, was wir machen können, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, ist erstmal alle Strukturen zu hinterfragen, die das halt weiterhin unterstützen, insbesondere die rassistische Narrative weiter unterstützen. Und Christina Schröder ist ja sozusagen auch die Rassismus- und Extremismus-Expertin innerhalb der CDU gewesen. Der kann man vielleicht mal eine Diskussion mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern empfehlen, sich vielleicht auch mal tiefer in das Thema hineinzuversetzen. Vielleicht informiert man sich besser selber auch mit Rassismus und kann dann sozusagen mit ihr darüber, über diese Aussagen, insbesondere, dass muslimische Männer besonders gefährlich seien und so weiter, darüber diskutieren, was denn der Rassismus sozusagen dran ist, dass sie den selber erkennt. Als nächstes hätten wir eine Frage aus dem Internet. Hallo, im IRC sind einige Leute, die atheistisch sind und öfter Debatten führen zu Themen wie Beschneidung von Jungen und da dagegen argumentieren möchten, dass das eine schlechte Idee ist. Und wo ist da die Grenze zum Rassismus und wie führt man so eine Debatte, ohne rassistisch zu werden? Das ist wahnsinnig schwierig. Ja? Also wir kennen zum Beispiel das Thema, dass es bestimmte Militäraktionen von Israel gibt, denen es schwierig ist zu kritisieren, ohne dass man dann mit einmal auf der gleichen Seite der Antisemiten steht. Das ist wahnsinnig schwierig. Das tut mir leid zu sagen, sorry, da gibt es jetzt keine Antwort. Aber keine Ahnung. Bisher fehlte mir aber eigentlich genau eine vernünftige Debatte darüber, um überhaupt Lösungen entwickeln zu können. Deswegen, vielleicht gibt es da auch noch gar keine richtige Lösung dazu. Vielleicht gibt es auch ein paar, denen wir noch nicht zugehört haben. Als nächstes hätten wir wieder eine Frage aus dem Saal bei der Nummer 4. Ja, hallo, großartiger Vortrag und anknüpfend an dein extrem utopisches T-Shirt. Für uns Kartoffeldeutsche ein Fakt, der mich überrascht hat und, glaube ich, einen anderen Blick bringt. Du hast von 20 Millionen Menschen geredet, die Angst haben, rassistische Angst haben. Wir haben in Deutschland auch 20 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, die Angst haben müssen, Angst haben könnten. Und in der Debatte, das war jetzt nicht dein Thema, vernachlässigen wir deren Gefühle total und denken immer über die armen
Kartoffeldeutschen an der Stelle. Genau, also die Unsichtbarkeit der Betroffenen ist ein zentraler Element dieses strukturellen Rassismus, dass man ihnen nicht zugehört wird, dass man ihnen keinen Raum verschafft. Es gibt zum Glück ein paar Programme. Ich möchte zum Beispiel den Halbe Kartoffel-Podcast empfehlen. Dort wird sich viel mit Leuten aus unterschiedlichem Background unterhalten. Und die scherzen darüber, dass sie einfach, wenn sie irgendwo hinfliegen wollen, einfach mal 2-3 Stunden früher kommen müssen und sich vorher den Bart abrasieren müssen, weil sonst werden sie dort durch Racial Profiling rausgegriffen und können ihren Urlaub nicht mal mehr antreten und so weiter. Und das ist dann schon teilweise normal. Und damit konfrontiert zu werden, ist extrem hilfreich. Halbe Kartoffel ist ein Vorschlag. Mashallah von Katrin Rönecke ist zum Beispiel auch ein sehr guter Podcast. Generell mit mehr Formaten auseinanderzusetzen, mit Menschen, die wir sozusagen jederzeit treffen könnten, mit denen wir uns befreunden könnten, dass die einfach mal auch die Möglichkeit haben, über den Rassismus zu sprechen und dass wir da ein Bewusstsein für haben und entwickeln können. Als nächstes hätten wir wieder eine Frage aus dem Saal bei der Nummer 7, bitte. Danke für den Talk. Du hast am Ende gesagt, wer Rassismus nicht sieht, der macht mit. Und am Anfang hast du von der kognitiven Dissonanz erzählt. Und jetzt frage ich mich, wie helfe ich Menschen, das zu sehen und das zu akzeptieren, dass Rassismus da ist? Wie gesagt, das ist schwierig. Uns fehlen da noch ganz viele Lösungen. Wie gesagt, die Konfrontation könnte halt tatsächlich helfen. Ja, also vielleicht lädt man mal eine Familie ein oder sonst irgendwas. Aber das ist halt auch schwierig. Ne? Also ehrlich gesagt, ich habe da gar keine Lösung dafür. Das, womit ich mich jetzt auch vorrangig beschäftigt habe, ist, was sind diese Phänomene von sozusagen die Verschiebung in der Politik, die Verschiebung in der Berichterstattung, Fake News, Hate Speech und so weiter, dass ich da sozusagen den Rassismus als ein Massenphänomen, als Hauptursache drin sehe. Wie man ihn bekämpft, weiß ich noch nicht. Ja? Das, vielleicht gibt es auch noch Leute, die da mehr Ahnung haben und uns dazu was erzählen können. Aber das, was ich auf jeden Fall plädieren kann, ist, wir müssen damit aufhören, ihn weiter anzuheizen und weiter zu verstärken. Danke. So, wir hätten jetzt noch Zeit für eine Frage. Haben wir noch? Dann bitte die Nummer 4. Hallo, hast du im Rahmen deiner Forschung auch untersucht, welche Rolle der Schule und dem Schulunterricht zukommt und inwiefern da schon früh Manipulation stattfindet, vielleicht durch Lehrerinnen oder durch Medien oder durch Sprüche auf dem Schulhof? Na, die Untersuchungen in Kneipen oder in Schulen oder in Familienumfeld sind halt extrem schwierig. Insbesondere Heidmeier ist ja auch Erziehungswissenschaftler, sind auch oftmals Wissenschaftler, die sich dann mit der Jugend auseinandersetzen. Ich kenne auch anekdotische Evidenzen aus dem Schulunterricht, aber jetzt speziell untersucht werden kann das, glaube ich, nicht. Und was man dort halt auch sieht, sind ja meistens dann auch Dinge, die Kinder aus dem eigenen Elternhaus mitbringen. Ja, deswegen. Also genaues weiß ich darüber aber nicht, nein. Gibt es noch Fragen? Ja, dann bitte noch. Vorhin gesagt, dass man ja theoretisch immer rassistisch ist, wenn man einen Job annimmt oder wenn man die Zusage auf eine Wohnung annimmt, weil man irgendwie wird immer irgendwer nachteiligt und sind dann ja damit natürlich alle irgendwie in einem gewissen Sinne auch Rassisten. Aber dagegen kann man ja auch eigentlich gar nichts machen, rassistisch zu sein, wenn man halt, ja, was soll man denn sonst machen? Genau, also ich sag nicht, wer eine Wohnung annimmt, ist ein Rassist. Ja, also der sozusagen, ab wann jemand ein Rassist ist und nicht, ist auch ganz schwer abzugrenzen. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass wir davon auch profitieren. Also solange ich weiß bin ich Profiteur von einem strukturellen Rassismus. Und solange ich ein Mann bin ich Profiteur von strukturellem Sexismus. Und das war mir vorher gar nicht klar. Ja? Erst wenn man sich damit beschäftigt, merkt man das. Und dann auch sozusagen dann die Opfer darüber sprechen, wie sie unsichtbar gemacht werden. Erst ab dann wird man sozusagen damit konfrontiert. Und deswegen kann ich jedem damit empfehlen, auch wenn sozusagen das Profitieren enorm klein ist und auch sozusagen das Unterstützen enorm klein ist, ist man aber Teil der Struktur automatisch, weil es sich um strukturellen Rassismus handelt. Und das bringt uns eigentlich alle in die Verpflichtung, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Als nächstes nochmal eine Frage von der Nummer 1.
Erstens wollte ich kurz sagen, dass ich natürlich nicht schlimmer finde, wenn Christina Schröner keine rassistischen Aussagen macht, sondern nur schwieriger in dem Moment für mich, sie darauf anzusprechen. Zweitens wollte ich fragen, ist es irgendwie ein Problem, dass wir über Dinge, die wir in unserer Gesellschaft ändern wollen, mit einer ziemlichen Kriegsrhetorik reden, dass wir sagen, wir wollen Rassismus bekämpfen und wir müssen das irgendwie ausrotten. Also ich habe das Gefühl, auch da gibt es eine Rhetorik, die es Menschen, die das Gefühl haben, sie würden sich mit Rassismus auseinandersetzen, wenn sie nicht das Gefühl hätten, sie müssen sich da selbst ziemlich an die eigene Nase fassen, es schwierig machen für sie, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ganz klar. Also ich glaube, dass sich hier auch Sachen hochschaukeln. Ne? Also nehmen wir mal an, ein Freund der Familie sagt was Rassistisches, dann kocht in mir ja auch die Wut hoch, ja, und sage hier, du wählst eine faschistische Partei und so weiter. Obwohl er ja dann sozusagen auch gar nicht dran schuld ist. Ich meine, genau genommen ist es völlig irrelevant, ob ich ihn jetzt überzeuge oder nicht. Aber in mir relativ schnell, meine Wut projiziert sich dann sozusagen auf diese Person. Es ist extrem schwierig, darüber zu diskutieren. Aber wir machen es halt momentan gar nicht. Also wenn wir zum Beispiel jetzt irgendwie mal zusammen uns beim Kaffee oder beim Bier treffen, Rassismus oder Sexismus ist jetzt eigentlich kein Alltagsthema, obwohl so viele Leute davon betroffen sind. Und das ist eigentlich schade. Als nächstes noch mal eine Frage von der Nummer 7. Ich möchte gerne in dem Zusammenhang, also zu dem ganzen Thema Tupoka Ogette und insbesondere ihr Buch Exit Racism, Rassismus kritisch denken, lernen, empfehlen. Und ich wäre auch neugierig, ob es noch weitere Empfehlungen gibt vom Sprecher. Danke. Genau, sehr gut. Ich habe auch das Buch dazu gelesen. Es gibt wahnsinnig viel, wie gesagt, das einzige Plädoyer, was ich jetzt gerade machen kann, ist überhaupt zu sagen, wir müssen mehr über Rassismus sprechen. Ich bin jetzt gar nicht darauf vorbereitet, das jetzt auch sofort direkt zu tun, sondern ich kann einfach nur sagen, dass das, was wir jetzt bisher beobachtet haben, sind Effekte davon. Und was wir jetzt dagegen tun und was wir für uns selber tun können und müssen, darauf bin ich jetzt noch gar nicht eingegangen. Ja? Das ist Teil 2. Als nächstes nochmal eine Frage aus dem Saal. Vielen Dank nochmal für den schönen Vortrag. Ich habe so zwei Anmerkungen, so Fragen im Bereich, so ich bin selbst mit Migrationshintergrund, lebe schon 10 Jahre in Deutschland, nehme relativ häufig teil bei solcher Art von Diskurs und ich finde, das immer wurde ganz geteilt, sozusagen so die Leute mit Migrationshintergrund reden darüber nach ganz alleine und die Deutsche oder Europäer reden darüber so ganz separat. Weil Rassismus, das ist nicht nur ein weißes Phänomen. So, unter den Migranten gibt es auch viel Rassismus. Und ich finde, das verzögert sich immer zusammen mit sozioökonomischen so Hintergründen. So, wo ich jetzt stehe, was für Job habe ich, wofür Geld habe ich auch bekommen von Vorfahren und so weiter. Und diese Elemente fand ich irgendwie, sollten noch mehr angesprochen. Und was sind Ihre Meinung dazu und warum zum Beispiel sind diese Elemente nicht so ganz stark in diesem Vortrag eingetragen werden? Ja, das habe ich selber gemerkt. Ich war in mehreren Veranstaltungen, die dann beispielsweise im universitären Umfeld nur Studenten und Studentinnen betroffen hat oder nur im aktivistischen Bereich NGOs und so weiter, die gesamtgesellschaftliche Debatte fehlt. Ich habe jetzt hier sozusagen dieses Forum, also sozusagen meine Möglichkeit genutzt, das Thema hier anzusprechen, aber auf jeden Fall muss es größer werden. Ja, ich weiß nicht, ob das hilft. So, wir hätten jetzt noch Zeit für eine letzte Frage und zwar von der Nummer 3. Okay, danke. Oh, danke. Ich wollte noch eine kurze Anmerkung machen zu dem Thema Schule und wie da schon sozusagen die Wurzeln gesät werden für diese Arten von Ausgrenzung. Ich weiß nicht, wie es hier in Sachsen ist. Meine Kinder haben jetzt das Glück oder Pech, auf eine königlich-bayerische Grundschule zu gehen. Da gibt es das Phänomen des Schulgottesdienstes. Und das bedeutet letztendlich, die Kinder laufen mit der Lehrerin zusammen in die nächstgelegene Kirche. Natürlich nur die, sich zu irgendwelchen christlichen Religionen bekennen. Alle anderen Kinder müssen in der Schule bleiben und sich mit irgendwas beschäftigen. Also hier sehe ich schon, wie diese strukturelle Ungleichheit da praktisch in der Grundschule schon den Kindern eingepflanzt wird, indem eine bestimmte Religion als
den anderen vielleicht überlegen oder zumindest gibt es so eine Sonderbehandlung. Ich persönlich als Atheist fühle mich da auch ausgegrenzt und diskriminiert. Also nur so als Hinweis, wie hier schon in der Grundschule dann entsprechend die Kinder indoktriniert werden. Ja, ja, und sieht man es einmal, fängt man an, es überall zu sehen. Ne? Das fällt einem dann auf. Ne? Ja, vielen, vielen Dank für eure vielen Fragen. Ich würde vorschlagen, nochmal einen herzlichen Applaus für Michael Kreil für seinen wunderbaren Vortrag.